Herzlich willkommen zurück zur Let's Play FIFA 2013 Ultimate Team. Jawohl, mein Name ist Labour. Ja, ich habe mich letztes Mal übelst aufgeregt, weil es einfach wahr ist, ja. Man hat eine stärkere Mannschaft, sie wird runtergesetzt, weil die andere Mannschaft weniger hat. Also so ein Bullshit, ja. Sowas gibt es wirklich nur bei FIFA. Sie sollen es endlich mal lassen. Ja, bin ich ganz ehrlich. Wer die bessere Mannschaft hat, hat gewonnen. Ich spiele jetzt Bundesliga, ja. Ich bin jetzt hier, was weiß ich, aus der dritten Liga und meine Mannschaft ist schwächer. Die FC Bayern darf jetzt nur noch mit der Drittligisten spielen. Ja, ist genauso ein Bullshit. Also, keine Ahnung, was dieser asoziale Scheiß soll von denen. So, wir müssen einmal gerade nach der Mannschaft gucken. Nicht, dass hier irgendwelche Verträge ausgelaufen sind. Und wie 89, 93. Ja, das passt alles. Ist alles super. Gut, dann würde ich sagen, erstes Spiel in der ersten Liga. Abwarten und Tee trinken. Ich hoffe, dass ich mich diesmal nicht so aufrege, weil das ist nicht gut für mein Herz. Ja, wenn ich wieder eine Mannschaft kriege, wo hier gleich wieder runter ist, dann werde ich dieses Match beenden, weil es bringt ja sowieso nichts. Ja, gerade wenn der gegnerische Mannschaft Chemie viel weniger hat wie du, dann wirst du gleich runtergedrückt. So ein Schwachsinn. Echt, so ein Bullshit habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Aber sowas gibt es halt nur bei FIFA. TSG Hoffenheim, ja gut. Latenz passt. Drück doch drauf, du Pappeneimer. Wie lange brauchen die Leute, um irgendwas zu bestätigen? Ja, Partie der Gegner wurde abgebrochen. Ja, wurde auch Zeit. Tschüss. Wenn du schon nicht drücken kannst, dann nehmen wir uns gleich den nächsten Gegner. Mein Gott. Ja, jetzt geht's endlich voran. Der drückt wenigstens auch mal. Oh, 7800. Ja, der ist nur zwei schwächer wie wir. Da wird nichts angeglichen. Chemie ist auch 100. Auch, dass der andere hatte nämlich eine stärkere Mannschaft wie wir eigentlich. Aber die Chemie war so weit unten. Und aus dem Grund wirst du dann in dem Sinne angeglichen. So, Teampressing. Will ihn haben, den Ball, kriegt er ihn. Von seinem Körper rollt der Ball in Fahrt. Er hat nur Temposchweine. Und der kommt genau an. Oh, was für eine Abwehr, habt ihr das gesehen, wie die alle zusammengezogen sind? Und schon ist der gegnerische Angriff unterbunden. Oh. Alter, wie schnell spielen die bei dem? Schmelzer. Großkreuz. Oh, ja. Präzisen Abwehraktion. Alter, wie gut steht seine Mannschaft, bitte? Garantiert Freistoß. Ja, guck mal, wie langsam der Khedira ist gegenüber von dem. Was ist denn bei mir los? Bis hierhin und nicht weiter, sagt der Abwehrspieler. Das ist die Möglichkeit. Jetzt ein Konter. Und Achtung, der könnte passen. Boah, wie sind denn die Flanken bitte schon, ey? Mann, Mann, Mann. Ey, genau wie letzte Folge. Echt. Meine Spieler sind total lahmarschig. Ja, nein, du musst nicht zurückpassen. Ich passe nach vorne. Ich bin ja FIFA. Ich raffe nicht, wo der mit seinem Joystick hindrückt. Oh, Leute, echt. Sowas kann ich ja gar nicht ab. Echt nicht. Jetzt sind die anderen alle vorne. Chance für einen Konter. Den haben sie gut eingestellt, den Konter. Aber, wer du? Oh, Latte! Spezialist für die Grätsche.
Sydney Sam. Ja, wie der Ball da durch die eigenen Reihen. Oh nein, ey. Zu weit vorgelegt. James Milner. Fuck, Mann. Jetzt schnell spielen. Jetzt steil spielen. Jetzt einen Konter setzen. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Ja, so kann es weitergehen. Oh, was soll denn dieser Scheiß? Geklärt. Und schon wieder eine Grätsche. Stark gemacht. Spiel doch, Dollar, da durch, du Vollhorst. Ganz sicher hat er das gemacht. Also meine Flanken, meine Passspielen ist total stimmt. Der Graus, echt. Okay, jetzt müssen wir uns irgendwas einfallen lassen, Leute, wie wir da durchkommen, weil der stellt sich nur hinten rein. Lewandowski. Sydney Sam. Lewandowski. Ach, der stellt sich nur hinten rein. Der ist nur auf Unentschieden aus, oder was? Vorsicht! Das kann doch nicht sein. Muss Einwurf geben. James Milner. Der spielt so ruhig, Leute. Das sieht gut aus. Ja! Huddlestone. Mann, ey. Hey. Lewandowski. Jetzt ist erstmal ein bisschen. Das kannst du doch vergessen. Kedion. Ich komme da nicht durch, Leute. Echt nicht. Das ist fast eine Sache, die unmöglich ist. Das macht er richtig gut. Versuchen wir mal. Ivanovic. Jetzt versuchen wir mal irgendwie über die Flügel zu spielen. Und da bringt er den Fuß noch dazwischen. Ja! Du musst nicht abspielen. Ich habe schon 50 Minuten lang gedrückt, ey. Mein Gott! Sicher in der Ballbehandlung. Ey, der macht einen verrückt mit seinem Ping-Pong-Spielen, echt. Das ist die Möglichkeit für einen Konter. Vorbei, der Konter. Was willst du machen? Ivanovic. Ivanovic und sowas, ey, meine Fresse. Dann hat er nur eine 78er, verstehe ich nicht. Achtung, hier brennt sich vielleicht was an. Dante. Jetzt müssen wir irgendwie über die Flügel kommen und jetzt erstmal langsam spielen. Die Tore sind noch im Sack und der wird. Mann, Leute, echt Wahnsinn. Das ist der Pausenstand. Die beiden sind sowas von ausgeglichen. Halbzeitresultat. Kann nicht sein. Hätte es anders erwartet, Buschi, unentschieden. Ja, ich komme da nicht durch, echt nicht, Leute. Das ist schon fast unmöglich. Also das läuft. Der hat hinten so viele Leute stehen. Muss irgendwie über die Flügel kommen, ist zumindest meiner Meinung. Und von dem Flügel aus flanken. Und jetzt beginnt die zweite Halbzeit, Buschi. Ich hoffe, es gibt noch Steigerungspotenzial. Ja, und die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Das war viel zu wenig hier in der ersten Hälfte. Da muss jetzt mehr kommen. Schmelzer. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. So sieht ein Pass aus. Ja, was war das denn? Die Situation ist bereinigt. Mein Gott, meine Spieler sind zu dämlich, echt. Jetzt hat er umgestellt, auf jeden Fall. Das merkst du. Ein riskantes Tackling, aber es ist gut gegangen. Aus. Oh ja, auf der Linie noch gerettet, ey.
Ein wunderschönes Zuspiel. Da wird zum Eckball geklärt. Oh Mann, Leute, wie soll ich mich an das Spielniveau nur gewöhnen? Ecke ausgeführt und. Oh! Meine Güte, ist der schnell. Ja, und das ist eben schwierig zu verteidigen. Guckt euch das nochmal an, der Müller, der ist so langsam, ja. Da ist eine Schnecke mit Häuschen schneller. Hier könnte sich eine Chance entwickeln. Das wird Abstoß geben. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Ja, spiel nicht ab, ey. Solche Trottel hier, echt. Die haben keine Reaktionszeit mehr. Was ist mit denen los? Ich komme mir vor, als wenn ich Bronzenspieler spiele, echt. Klasse hat er das gemacht, der Abwehrspieler. Ja, das könnte was werden. Taktisches. Ja, jetzt wird auch noch gepfiffen, ja. Nicke. Scheiß Schiedsrichter, Mann. Lass das Spiel doch laufen. Mann, schieß und fummel nicht rum. Ich glaube es nicht. Er hat ihn gehalten. Es ist doch ein Torhüter. Es ist doch ein Torhüter. Den hätte er gar nicht halten brauchen. Der wäre dann vorbeigegangen. Lewandowski. Jetzt mehrere Anspielstationen in der Mitte. Und das ist jetzt die Möglichkeit. Was für ein Flankenball, Leute. Was ist das für ein Dreck heute? Mann! Mit dem Unentschieden, da wird sie nicht zufrieden. Sie drücken jetzt hier auf den Führungsdruck. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Ey. Ja, endlich! Mann. Entweder hat er einen Spielfehler gemacht oder es war gewollt. Ich habe keine Ahnung, Leute. Oh, jetzt baut er wieder um. Oder er wechselt aus. Oder Disconnect. Also, dass er aufgibt, das Spiel. Jetzt sind wir gespannt. Oh Mann, ey. Ich möchte auch mal erleben, dass ich 2-3 Spiele hintereinander mal wieder gewinne, ey. Aber ja, zurzeit gar nicht, ey. Das letzte Spiel hat mich so angekotzt, echt. Da habe ich auch gar nicht mehr zum Schluss gespielt, aber 5-1 verloren. Das war so nervig. Echt. Jetzt könnte es gefährlich werden. Das war nur ein kurzer Angriffsversuch. Der Gegner ist wieder am Ball. Das hätte was werden können. Ivanovic. Da! Die Zuschauer sehen, auf diese Abwehr ist Verlass. Sidney Sam. Guckt euch das mal an, wie der auf meine Leute sitzt. Wie macht der das? Und der kommt genau an. Oh. Schön gemacht, Dante. Das war schön. So, jetzt ist wieder Abwehrarbeit gefordert, denn es gibt Eckball. Er wechselt aus. Jetzt muss es ja was werden mit dem Sieg. 3 frische Kräfte in der gleichen Minute. Und das sieht nach einer guten Torschuss aus. Das gibt erneut Ecke. Oh. Er gibt auf jeden Fall nicht auf. Lewandowski. Guck mal, immer einen hinter mir habe ich und immer... Ey, das kann nicht sein, ey. Ich habe immer einen hinter mir, vor mir und auf der anderen Seite. Das ist doch absoluter Wahnsinn. Beck. Lewandowski. Nein, du musst nicht nach unten spielen. Ich drück ja auch nicht nach unten. Nein. Das kotzt mich an, du drückst da unten und er geht da nicht hin, dieser Scheißball.
Nein, du musst auch nicht hochspringen. Mann, ey. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Jawoll! Oh, jetzt habe ich ihn schön ausgetänzelt. Endlich hat es mal geklappt mit den Drehungen. Mann, Leute. Ich muss einmal gerade ein Stück trinken, ey. Das kann doch nicht sein, echt. Ja, das erste Spiel, was ich ja heute gemacht habe, was ich ja nicht aufgenommen habe, habe ich echt 5-1 verloren, weil ich muss ja immer 1 ja, vorab spielen in dem Sinne, ey, sonst komme ich gar nicht klar auf das Spiel. Und da hatte ich auch schon das übelste Problem, dass ich die Spieler so übelst langsam fand. Das wollte ich schon abziehen, einfach mal probieren. Jawoll! Jetzt ist Schluss hier mit lustig. Ja, da ist hier die gute alte Leistungsgesellschaft und die Leistung des Torhüters ist einfach. Da muss man so ganz deutlich so auf den Punkt. Jetzt komme ich so langsam wieder rein ins Spiel, echt. Ja, wir sind ja letztes Mal aufgestiegen. Ja, jetzt macht er Zeitspiel. Gut, würde ich auch machen. Ist ja kein Ding. Oh, schade. Super Flanke. Scheiße. Tja, die Flanke ist kein Problem da hinten für die Abwehrspieler. Jawohl, Leute. 3-0. Schlusspfiff aus. Ja, das erste Spiel habe ich in dem Sinne nicht aufgenommen, weil ich musste auch erstmal wieder reinkommen. Mandzukic, Lewandowski, Spieler des Tages. Und dann weißt du ja, genau, cooles Spiel, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich würde nur, dass meine Spieler so langsam sind. Ich weiß nicht, woran das liegt. Haben die irgendwas geändert? Ich weiß es nicht. Unsere ersten 3 Punkte in der ersten Liga. Ich glaube, das wird nicht so bleiben, Leute. Wirklich nicht, auf gar keinen Fall. Ja, war ein schönes Spiel, muss ich wirklich sagen. Haben 9.800 Münzen. Ich werde mal die Tage gucken, was ich da verkaufen kann. Ja, ich sage vielen Dank fürs Einschalten bei FIFA 2013. Mein Name ist Labur. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Folge. Ciao!